Yokai, Yokai, meine Yokai. Ich will nur noch Spaß haben mit den Yokai. Niemand kann mir das verbieten. Jawohl, auf Ah, Grüße, Gemüse und Gummo, Gummo, Gummo. Wir sind wieder hier bei Yokai Watch 4++ auf der Nintendo Switch und wir haben es im letzten Part geschafft, Kyrin, die alte Drecksau, komplett wegzuklatschen. Das war sehr deliziös und schmackhaft zugleich in einem. Es hat mich wirklich sehr erquickt im höchsten Maße. Und hier haben wir seinen Gött. Ist das nicht fantastisch? In dem Sinne werden wir heute loszischen zu die Anderens auf dem anderen Berg. Ich weiß nicht, wo der ist. Irgendwo. Wait. Da hinten vielleicht? Da hat es im letzten Part voll mies geglänzt, Bruder. Da müssen wir heute definitiv hin. In diesem Sinne, lassen Sie nun einen Daumen nach oben da für den geheiligten Support, um dieses Video zu unterstützerisieren. Vielen, vielen Dank für euren Support. Abonniert gerne rein für mehr und aktiviert die Ehrenglocke. Bevor wir da jetzt reinzischen, gehen wir erstmal wieder hinunter und heilen uns, würde ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Erfahrungspunkte wir überhaupt bekommen haben. Ich habe das voll geghostet, muss ich sagen. Wir haben auch so einen Goldorb irgendwie im Kampf erfassen können. Also so einen, ne, so einen Zielpin-Orb, wo man Bonus-Sachen für bekommt. Zum Beispiel Bonus-EP, Bonus-Cash, also doppelte EP, doppeltes Cash. Oder irgendein seltenes Extra-Item. Ich weiß aber nicht, was wir da bekommen haben. Ah ja, die Übersetzungskicks. Ja, dann soll ich dich wohl dahin bringen. Kein Problem. Wir haben eine Disc bekommen. Sate. Du bist jetzt bereit, Bruno. Ich muss dir noch eine Sache sagen. Die Beschwörung eines himmlischen Yokai wie mir erfordert viel mehr Energie als ein normaler Yokai. Wenn ich dir meine Kräfte leihe, dann werde ich deine Energie absorbieren. Ah! Nun, wenn du super stark bist, benutze so viel wie möglich. Ich nehme an, du bist bereits vorbereitet. Sehr gut, ich gebe dir das. Die Kyrin-Disc. Oho, da haben wir sie. Ich dachte, wir hätten die schon im letzten Part bekommen. Er kann jetzt hinaufbeschworen werden. Was? Hinaufbeschworen? Ich hatte irgendwas mit Geschmort irgendwie gehört. Meine Fähigkeit ist Heilung. Wenn du gegen Susaku kämpfst, werde ich dich heilen. Komm, Bruno, beschwöre mich und geh zu Susaku. Ja, ich hab's verstanden. Mhm. Yokai Watch Animus. Ja, nochmal ganz kurz, ne? Die letzten Parts haben die immer geschrieben, dass es Aminus heißt. Also es hieß im Spiel immer Aminus und ich habe mich da schon gefragt, heißt das nicht Animus? So wegen, ne, Tier und so weiter. Hier haben wir es. Es ist tatsächlich die Yokai Watch Animus. Kyrin-Disc, ich beschwöre dich, himmlisches Biest, Kyrin. Ah! Psycho-Andreas kickt wieder mal komplett rein. Wer kennt's? Und damit ein Timecut. Vielleicht haben wir gegen diesen Gegner reingeschissen. Das kann auch sehr gut sein. Ich hätte nie gedacht, dass Susaku so stark sein würde, aber wir können hier nicht sterben. Bruno wartet auf uns. Mhm. Das reicht, Susaku. Sie wollte sie umbringen? Sind sie bekloppt? Das ist... Ey, yo, der hat ja abgenommen, Mann. Das habe ich voll vergessen, dass das Teil der Lore ist. Der hat mies abgenommen. Überrascht? Ich bin es, Bruno. Bruno? Bist du das wirklich, Bruno? Warum siehst du so aus? Das erkläre ich euch später. Ich kümmere mich erstmal um den Rest. Die alleinige Klatschung. Wow, ein Mensch mit einem himmlischen Biest. Du bist anders als die anderen. Mein Name ist Bruno Arihoshi. Ich bin der Anführer des Yokai-Detektivteams. Komm schon, Susaku. Zeig mir, was du kannst. Jetzt geht der Kampf erst richtig los. In Ordnung. Mal sehen, was deine Kräfte bewirken können. Mhm. Susaku. Steht da höchstwahrscheinlich. Und wir gehen direkt rein in den nächsten Bosskampf. Im letzten Part gegen Kyrin gekämpft. Jetzt geht es hier gegen Susaku, die alte Drecksau.
Und es wird jäh. Wird auch bedeuten, Bruno ist safe stärker. Und Susaku kann sich porten. Ehrenlos. Oh mein Gott, das war knapp. Ich weiß übrigens nicht, welches Geschlecht Susaku hat. Ich dachte teilweise am Anfang gerade erstmal weiblich gelesener Charakter. Scheint aber doch irgendwie männlich zu sein. Aber who knows? Who knows? Maybe non-binary auch. Wäre ja based von die Level 5. Wir sind wieder der normale Bruno. Aber nicht mehr lange. Bro, was? Ich wollte das Biest beschwören. Aha. Mhm. Kyrin, der Ehrenbruder. Let's go! Was tue ich? Ah, okay, natürlich die Mega-Heilung. Ich weiß aber nicht, ob das gerade nötig war. Ich dachte, wir sind Kyrin und kämpfen dann auch als Kyrin, aber der heilt ja wirklich nur. Das ist ja mal mega schwach. Was soll denn das? Schwein. Ist auch nicht gesehen. Oh, wir sind wieder schlank. Nicht gesehen, ob hier irgendwo gerade ein Orb rumgeflogen ist. Ich habe auch die Notification gar nicht mitbekommen, wenn es so war. Ich hoffe, die kommt. Oh. Aber auch die anderen Brüder, sie halten drauf. Aber warum können die anderen Yokai von Sonja und so nicht kämpfen, Mann? Unterstützt uns doch mal. Ich wusste, du würdest da stehen. Das war klar. Aber ich habe alles durchschaut. Ich bin Bruno. Bleiben Sie hierher! Junge, wie wolltest du denn damit schlagen, Mann? Was sollte das denn werden? Oh Gott, jetzt rastet er aus. Jetzt war er sie in der Combo. Unsere Kondi war... Oh mein Gott! Kaputt, aber kein Problem. Mehr Geld. Das haben wir gebraucht. Nicht EP oder so. Danke, Level 5. Aber wahrscheinlich gibt es nach diesem Kampf auch nicht mal so wenig Kohle. Ich glaube, das dann hier sind diese andere vierfache Payback-Punkte. Wenn ich das höre, muss ich immer daran denken, wie ich mir einen fetten Metallstrohhalm durch die Nase geschoben habe. Oder in die Nase reingeschoben habe, besser gesagt. Um dann geilsten Alpro-Kakao zu trinken. Wenn ich vierfach Payback-Punkte höre, dann mache ich das immer. Wer kennt's? Wer kennt's? Fähigkeit aktiviert. Die geile Sau. Was für eine Fähigkeit? Willst du mich abziehen, Bruder? Oh, oh. Oh mein Gott. Kurz mal schauen. Wie steht's um die... Oh. Sieht ja gar nicht mal so gut aus. Gut, dass wir geheilt haben. Und nun! Yo, was? Wie schnell hat der denn angegriffen? Okay, seine Cycles werden jetzt schneller. Seine Angriffscycles. Da müssen wir jetzt schneller reagieren. Das war auch wieder too slow. Oh mein Gott. Mehr heilen. Gerade beim Ende merkt man, der zieht auf jeden Fall an, der Bro. Mhm. Aber das soll wohl reichen. Nein! Ich kann auch nichts tun, weil meine Kondition halt irgendwann auch Nein sagt. Keine Ahnung. Gehst auch nur auf mich, du Drecksau. Was soll denn das? Ehrenlos. Junge, das mag Mumm. Der Bruder. Der mag Mumm auf jeden Fall. Aber ich hoffe nicht das alkoholische Getränk. Oh oh. Hallo? Was? Weiß ich wieso? Vielleicht stand ich zu weit weg, aber... Alter. Vielleicht stand ich zu weit weg, aber ich konnte irgendwie... seine Seelenenergie nicht abziehen. Das war sehr cringe.
Es gibt auch kein geiles Heil-Item irgendwie, oder? Mhm. So, wir nutzen aber jetzt mal den Moment und heilen. Mhm. Das war super. Keine Problem. Mhm. Und nun! Kurai! F. Lass mich doch mal angreifen, Mann! Sterben Sie nun! Für die rote Sonne! Oh mein Gott. Ja! So, jetzt haben wir es. Einmal salutieren. Er ist für die rote Sonne mit seinen Sünden gestorben. F. Da kann man auch schon mal klatschen. 122 EP, aber ich sag mal so, ne? Hätten wir die verdoppelt, das wäre... Junge, mal 3! Stark. Also, das hätte noch viel leckerer geschmeckt, wäre das auf die EP gegangen, also... Ich sag mal so, Bruno wäre ja safe Level 12 gekommen. Ja gut, so viel nicht. Aber gut gemacht, Bruno. Das war ein wunderbarer Kampf. Mhm. Es erfüllt mich mit Stolz, dass du die Herausforderung des Spitzbergs ganz alleine meistern konntest. Nein, das war nicht nur ich. Ein Toast auf Junior, der mich ermutigt hat. Süß Grassau, der über meine Herausforderung gewacht hat. Kyrin, das leckere Bier. Und jeder, der sie... Bier als lecker zu bezeichnen, kommt immer drauf an, ne? Aber jeder, der sich der Herausforderung gestellt hat und daran geglaubt hat, ich wäre noch am Leben. Das war ein Kampf für jeden von uns. Das Yokai-Detektiv-Team hat diesen Sieg gemeinsam errungen. Ich verstehe. Diese Liebe zu seinen Freunden, das ist in der Tat eine edle Sache. Yokaro. Alles klar, Yokai-Detektiv-Team. Ich erkenne euch als neue Machtträger. Ich werde jetzt mein Siegel der Macht entfesseln. Komm heraus, Himmelssplitter. Natürlich darf Chris es haben. Der Himmelssplitter... Syzaku Sky Slayer erhalten, also der Himmelssplitter. Warum nennt man das? Syzaku kann jetzt beschworen werden. Oh ja. Und du, der du mit edlem Herzen voranschreitest oder voranschrietest, werde ich dir Kraft geben. Hm? Kriegswesen Syzaku kann jetzt heraufbeschworen werden. Wenn du mich beschwören möchtest, dann habe ich keine Angst davor. Mhm. Danke, Syzaku. Hi. Vielen Dank. Wir werden dafür sorgen, dass deine Kraft richtig eingesetzt wird. Das erhoffe ich mir doch. Ich vertraue darauf, dass ihr das Richtige tun wird. Werdet. Junge, da stand... Wirst. Oder habe ich das falsch gelesen? Das kann auch sein. Ich habe auch gerade wieder irgendeinen Dialog geskippt. Grrr. Nun denn. Ich denke, wir sind... hier dann auch soweit durch. Wobei ich gerne mal wissen würde, was ist eigentlich auf diesem Berg? Was passiert eigentlich auf diesem Berg, wenn wir jetzt hier runtergehen? I mean, es ist ja nicht der gleiche Berg. Es ist ja der andere der beiden Zwillingsberg-Gipfel. Oh ja? Was? Die blocken mir das weg. Ihr Donowalt mich. Ja? Ehrenlos. Ah, Level 5. Grrr. Darf ich dich wieder zurückfliegen, Bruder? Ja, dann spring auf. Ich werde euch alle in Windeseile wieder herunter befördern. Oder so eine Art. Oh, was? Den hätte ich jetzt von allen... irgendwie am wenigsten erwartet, muss ich sagen. Unangenehm, dass der da jetzt da steht. Was soll denn das? Wo sind die anderen wieder? Oh, da sind sie ja. Ja. Wollen wir direkt mal das Team switchen? Also, wollen wir Bruno rauspacken und dafür... Ja gut, er ist jetzt auch der Stärkste im Team. Also, Stärkste in Anführungsstrichen, wenn es um das Level geht. Die Werte? Nicht schlecht. Sehr,
Ist mal ausgeglichen, oder? Hm. Wir packen Batu mal raus. Warum nicht? Es geht nur am Aokai, oder? Es ist der wahre Cringe. Wir stehen 3 Meter daneben. Erkenn doch an, dass ich daneben stehe. Aber das ist ja eine Sache. Damit sollte Level 5 sich auseinandersetzen. Wir packen den Bruder rein. Und nun! Nun zischen wir. Hm. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Junge, dieser Satz alleine wieder, ne? Ist so, me in real life. Habt ihr gefunden, wonach du gesucht hast? Wonach du gesucht habt? Menschen. Junge, deine 2 Sätze, Bruder. Ich habe es satt zu warten. Herkules, verdammt, diesmal hat er Freunde mitgebracht. Einen Freunde? Bruder! Das ist doch das, die trollen doch. Herkules, die Art, wie du sprichst, da bekomme ich ja sogar Angst. Möchtest du das? Nein, nicht wahr? Man muss wissen, wie man mit Menschen umgehen muss. Natürlich, tut mir leid. Ich weiß nicht, warum der jetzt Shuten Doji heißt. Der hat ja einen actual Namen. Das ist doch hier Pablo, oder? Naja, gut. Hallo Leute, schön euch kennenzulernen. Das ist das erste Mal, dass wir uns treffen, oder? Du, wer bist du? Hey, du brauchst keine Angst zu haben. Ich wollte euch nur etwas fragen. Ihr habt nicht kürzlich erst ein cooles Schwert gefunden, oder? Wie zum Beispiel ein Schwert namens Sky Archipel Halala Ragu. Oh mein Gott, Junge, was? Bruder, das ist ja mal eine heftige Bizepshand. Mina! Leute, lauft. Ich werde sie hier aufhalten. Ich war extra bei McFit trainieren. Das ist großartig. Es ist so aufopfernd von dir, deine Freunde zu retten. Aber das war's auch schon. Jetzt gib mir das geheiligte Schwert. Junge, Kampf nach Kampf, willst du mich verarschen? Bruder. Gleich die beiden. Darauf bin ich nicht vorbereitet. Nun denn. Zischen wir. I don't know, wir haben ja keine Wahl. Nehmen wir Susaku. Oh ja. Die Ehrenlosigkeiten. Mein Gott, hat das Damage gemacht, Alter. Habt ihr das gesehen? Die Klatschung einfach nur. Mangens. Schnell, bevor die Energie ausgeht. Hör auf wegzurennen, du Arsch. Einfach nur die Maus. Bruder ist das. Also Susaku ist echt strong, Mann. Okay, wir sollten jetzt dann vielleicht uns wieder ein wenig herunterschaukeln. Aber keine der Probleme. Das ging echt sehr schnell, Alter. Man könnte fast meinen, die Trainingsarbeit hat sich bezahlt gemacht. Stark. Ihr habt ja gar keine Chance. Das sind ja Lappen. Nix in der Birne. Nix in den Muskeln. Und das gibt 3-mal so viel EP wie der Kampf, den wir gegen Susaku geführt haben. Dein Ernst? Aber dafür fast 10 Euro bekommen. Stark. Nimm das, Deflation. Ja, da müssen sie zischen. Was zum... Der Schlüssel, den Kyrin mir gegeben hat. Oh, wir zischen aber dann an einen anderen Ort, oder? Wo führt das denn hin? Ich weiß es nicht, aber wir müssen zischen. Mina! Schnell, sie kommen. Gehen Sie beiseite. Fürs Thumbnail.
War das Chris jetzt noch mitgekommen? Sie sind entkommen. Aha, und anhand des Ladebildschirms oder des Sprites im Ladebildschirm kann ich mir schon vorstellen, wohin das geht. Ah! Oh ja. Gott sei Dank haben wir... Gott sei Dank haben wir deinen neuen Freund. My bad. Aber wo sind wir? Ich bin mir wirklich nicht sicher. So kalt. Ja, es ist Winter, meine Kerle. Wo sind wir? Die gucken uns ja komisch an. Ja, dafür, dass das irgendwie die 60er Jahre oder 70er Jahre sein sollen. Erstaunlich viele Leuchtreklamen, oder? Gerade so Neon-Dinger. Wo sind wir? Oh ja. Oh ja. Und jetzt ist die Frage. Ich weiß nicht, ob das hier gerade das Kapitelende ist. Ich kann es mir allerdings sehr gut vorstellen. Daher würde ich sagen, nutzen wir das hier mal an der Stelle, um den Part zu beenden. Und gleichzeitigerweise weiß ich auch nicht, ob das hier das Ende der bisherigen Alpha ist. Also ob quasi jetzt hier nach Kapitel 3. Ich weiß nicht, ob Kapitel 4 schon übersetzt ist. Wir werden es aber dann entweder im nächsten Part herausfinden, wenn wir quasi sehen, ey yo, deutsche Texte weiterhin. Oder ich dann herausfinde offscreen, okay, es ist nicht so. Dann sehen wir uns dann beim nächsten Kapitel wieder, würde ich sagen. Wenn es dann erscheint. Entweder morgen oder Tag X. Hauen Sie rein und vielen Dank fürs Zuschauerisieren. Oh ja.